Ja, wie gesagt, Monster und so weiter. Hier noch nicht großartig gefunden. Man muss da wirklich immer gucken, dass man hier nichtsdestotrotz auch Waffen hat, um die abzuwehren. So eine Ratte oder irgendwie sowas habe ich mal, die hat man, wenn man am Anfang anfängt und keine Waffen hat, immer relativ oft gesehen und man musste fliehen davon, aber seitdem auch nicht mehr getroffen. Nun spiele ich hier allerdings auch noch nicht so lange. Wenn man auch Panzer und was weiß ich was alles fahren kann, dann wird es sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit geben, da auf irgendwelche Gegner zu treffen. So, wir haben jetzt hier also, wie gesagt, auf Straßen läuft man schneller, man hat hier Apotheken, man kann diverse Lebensmittelläden durchsuchen und sich da Stuff mitnehmen. Bisher eigentlich alles mitgenommen, weil man weiß, für was man das noch brauchen kann. Möglicherweise auch nochmal, um hier entsprechend mal vielleicht zu handeln oder irgendwas in der Dreh. Ja, wie gesagt, von Haus zu Haus laufen, Apotheke, das war jetzt, glaube ich, die Mensa oder Schneiderei. Oftmals hat man schon vieles durchsucht, dann gibt es auch nichts mehr. Genau. So, hier gehen wir mal zum Auto. Das heißt also auch auf der Straße gibt es mal was zu finden. Hier sieht man UAZ, soll das, glaube ich, darstellen. Genau, UAZ 452. Kann man also tatsächlich entweder zerlegen, aber das hat man auch keine richtigen Materialien für, oder eben Treibstoff ablassen. Und das, man weiß, wofür man das mal gebrauchen kann. Ja. Ja. So, ansonsten, ja, es gibt eben, wie gesagt, Gebäude, Wälder, man kann Pilze und was weiß ich was alles finden. Hier haben wir die Mensa. Da gibt es dann eben durch die Möglichkeit. Also mal alles das, was da steht, kann man tatsächlich finden. Wenn da jetzt noch ein Gegner zu sehen wäre, könnte man auch jagen gehen oder den attackieren. Ist aber tatsächlich manchmal schwer, dann doch was zu finden. Also zumindest ging es mir jetzt hier in dem Falle so. Möglicherweise wird es aber noch anders werden. Ja, wie gesagt, immer wieder trinken, immer wieder essen, immer wieder irgendwas miteinander kombinieren, kochen. Da muss man tatsächlich auf der Hut sein. Ja, man sieht auch Wasser, auch da muss man aufpassen bei dem Wasser, dass man da nicht in die Nähe kommt und ins Wasser geht, weil ohne Floß kommt man da auch nicht weit. Nickel oder Nickel ist der nächste Weg. Da hat man, glaube ich, angefangen. Und da oben sieht man, dass ich da schon mal so eine Art Lager oder was aufgebaut habe. Ja. Ist eben tatsächlich hier. Da sieht man die Waldposition, also auch der Hinweis nochmal, am besten nicht im Dunkeln durch den Wald, man könnte stürzen, man könnte da auch irgendwas finden, was dann da nicht so gut wäre. Beziehungsweise wenn man dann da irgendwelche gebrochenen Gliedmaßen hat, kommt man wahrscheinlich so hoch nicht mehr aus dem Knick. Wie dann die Heilungsmöglichkeiten aussehen, das kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen, so lange habe ich das jetzt noch nicht gespielt. Wie gesagt, Fisch kann man essen. Bringt zwar Hunger weniger, aber dafür gibt es mehr Durst. Nudeln kann man dünsten, reines Wasser. Also man muss dann wirklich auch viel kochen und dadurch immer wieder die gleichen Maßnahmen zu machen, um natürlich zu überleben. Aber das Ziel ist ja Überleben. Und das kann man hier an der Stelle tatsächlich machen. Ja, nochmal ein kurzes Update zu Last Day on Earth. Ich bin vor kurzem dort nicht mehr reingekommen mit meinem alten Charakter. Das heißt, das alte Update hat tatsächlich dafür gesorgt, dass alles weg war. Dann gab es aber vor kurzem jetzt nochmal ein neues Update, nachdem ich den Support kontaktiert habe. Und dort war das der Fehler bewusst. Also auch Android-Nutzer trifft es. Und bei mir hat es jetzt das behoben. Videos gibt es dann aber erst demnächst zu sehen. Wie gesagt, ich würde es auch da probieren, um hier euch eine bessere Qualität der Videos zu liefern. Das Ganze hier etwas professioneller, ja, vielleicht mit einem besseren Ton und nicht mehr so eine komischen Störgeräusche zugeben. Allerdings kann ich das nicht garantieren. Wie gesagt, meine Zeit ist alles zu bearbeiten und zu überarbeiten, ist da auch relativ gering. Aber
Dennoch mache ich das sehr gerne und ja, hoffe euch dann natürlich ein bisschen was zeigen zu können. So, zurück zum Spiel. Wie gesagt, man kann diverse Sachen herstellen, wenn man dort auch ein paar Fähigkeiten oder ein paar Mal das so schon mal zusammengebaut hat durch Zufall. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Hier hatten wir auch gerade die Belastung, sehen wir 119%. Das ist einfach zu viel. Das heißt also auch das Altmaterial und so und die Ziegel nützen in dem Moment einfach nicht. Das ist zu viel, kriegt man nicht hin. So, was haben wir hier? Trümmer drin, auch nichts. Suchen wir weiter. Gibt es nochmal dreckiges Wasser, das sollte man mitnehmen. Eisenrohr wiegt natürlich auch entsprechend. Und dann mit dem Holz zusammen war das auch wieder viel zu viel, dass man da nicht vorankommt. Hier hatten wir nochmal die Jagdfunktion, allerdings war eben nichts da zum Jagen. Ne? Wie gesagt, man kann in jedes Haus irgendwie hin oder in jeden Eingang. Hier ist nochmal ein altes Lager von mir. Komme ich aber nicht hin, weil ich eben überlastet bin. Wie gesagt, 107%, wir sehen es oben, muss man also irgendwas wegschleudern. Was haben wir also zuletzt aufgenommen? Holz ist wichtig und so eine Eisenstange, da man die nicht als Waffe nehmen kann, kommt die jetzt hier einfach weg. Ja. So, hier sehen wir natürlich, wie wir jetzt nach der anderen Stadt gehen. Man kann, wie schon mal gesagt, hier wirklich in jedes Haus, jede Ecke, jeden Krater, den man so sieht, hingehen. Das heißt jetzt hier, wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Das ist das Tutorial, was hier vorbei ist. Und gibt noch ein paar Tipps, dass man hier tatsächlich aufpassen soll. Wenn man eine längere Reise macht, genug Lebensmittel mitzunehmen, auf die Strahlenwerte zu achten, aufpassen, dass man sich rechtzeitig ausruht, sonst fällt man in Ohnmacht. Baue ein Floß, wenn du ins Wasser gehen willst, ansonsten könnte es sein, dass du ertrinkst und was weiß ich. Ja, es ist doch recht Point-and-Click-lastig, wie ich schon gesagt habe. Man sieht jetzt hier auch Gesundheit, man sieht Ausrüstung. Es ist hier jede Menge vorhanden. Ja. Hier ist nichts mehr zum Suchen da. Wir waren ja hier schon mal drin. Aber man kann eben doch viele Sachen zerlegen. So, jetzt gehen wir weiter zur, ich glaube, das ist die Apotheke, genau. Und hier sehen wir noch, also hier gibt es noch was zu looten, jetzt nichts mehr, wir haben alles gefunden und lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, die Dinger wiegen nicht viel, kann man also ohne Bedacht mitnehmen und Holz kann man verschrotten, umso mehr Brennholz oder was hat man, braucht man ja grundsätzlich immer mal, um irgendwie ein Feuerchen zu machen. So, Schneiderei, da dürfte glaube ich auch nichts mehr drin sein. Ah, das gleiche wie eben so. Ja, jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit, hier sich zu den Autos zu gehen. Ich habe gelesen, dass man auch im Laden, das werden wir glaube ich nachher nochmal sehen, tatsächlich auch im Panzer fahren kann. So ist es angedacht. Aber hier jetzt in dieser Standardversion erstmal ein kaputter UAZ 452. Da haben wir Benzin abgelassen. Das Benzin können wir mitnehmen. Und fertig. Ja, wie gesagt, kurzer Zwischenblick, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon mal gesagt habe. Last Day on Earth gab es ein großes, oder gab es ein Update. Nach dem Update konnte ich meinen Spielstand nicht mehr finden, konnte den auch nicht mehr reparieren, musste neu anfangen. Habe mich an den Support gewendet und nach dem letzten Update, jetzt funktioniert wieder alles. Das heißt, wir sehen das auch in einem der künftigen Videos. Allerdings auch da mit dieser neuen Sprachkombi, weil ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich bin mit dem externen Mikrofon, also erst die Aufnahme machen ohne Sprache und dann jetzt im Nachhinein zu kommentieren, könnte man etwas besser fahren. Ja, das klingt erstmal deutlicher, soweit ich das jetzt hier mitkriege. Und ist vielleicht auch für alle Zuschauer etwas angenehmer. Also da nochmal sorry auch an dieser Stelle für die zwischendurch recht schlechten Qualitäten. Grundsätzlich kommen wir zurück zum Spiel. Man sieht hier, dass die Karte doch recht groß ist. Es gibt viele Ecken zu erkunden. Monster und so weiter, wie gesagt, schwierig. Jetzt gehen wir zurück zum Nickel.
Und Nicke selbst war, glaube ich, die Anfangsposition. Man sieht da oben auch noch so ein kleines Lager von mir. Aber auch immer wieder wichtig hier wirklich an die oberen Werte, Nahrung und so weiter zu denken. Das ist fast schon überlebensnotwendig. Ansonsten viel Looten, viel Suchen, auch im Wald. Es gibt natürlich jetzt hier neben dem Wald auch ein paar Pilze, die man finden kann. Haben jetzt nicht unbedingt immer eine gute Wirkung, aber vielleicht zum Tauschen irgendwann mal könnte das doch eine gute Sache sein. Ja. Fisch sieht man hier auch, bringt zwar weniger Hunger, aber dafür Durst. Und die Kleidung kann man auch mittendrin reparieren. Man braucht aber für vieles eben auch reines Wasser. Das heißt, immer wieder Wasserflaschen mitnehmen, das abkochen. Und dann geht es auch weiter. Man leidet eben auch keine Strahlenwerte. Kleidung, wie gesagt, ich spiele es ja auch zum ersten Mal. Deswegen jetzt hier nicht gleich erwarten, dass das alles ohne weiteres funktioniert und ich hier sämtliche Tipps und Tricks geben kann. Das ist ein bisschen tricky an dieser Stelle. Wir haben jetzt hier... Hier sieht man nochmal die nächste Stadt. Ne, das ist noch Nikel. Ich bin noch in dem kleinen Zwischenlager, was ich mal irgendwann, oder was wir gerade gemacht haben, hängen geblieben. Hier kommt Nikel. Hier habe ich angefangen. Wurde hier auch schon von etlichen großen Kreaturen wie irgendwelche Ratten verfolgt. Allerdings habe ich die, musste ich jedes Mal fliehen. Ich hatte ja keine Waffen, um die da in der Flucht zu schlagen oder zu vernichten. Und seitdem habe ich auch keine mehr gesehen, wie ich schon erwähnt habe. So, hier haben wir nochmal Ziegelsteine. Das kann natürlich auch sein, dass man irgendwann damit vielleicht eine Art Unterkunft oder was bauen kann. Wiegen natürlich gerade bei 121 Stück, wisst man ja selber, kriegt man nicht so einfach weg. Ja. Hier sehen wir nochmal so diese Fähigkeiten, Bäume. Doll ist es noch nicht. Also für vieles fehlt mir auch was, um überhaupt hier was produzieren zu können. Aber eine Armbrust ist natürlich eine tolle Geschichte. Ein Sack. Der Sack ist wahrscheinlich auch nochmal in gewisser Weise als Rucksack dienlich. Das heißt, man kann dann da auch Sachen reinpacken. So die ersten Stufen. Gibt schon coole Sachen zum Looten, muss man da sagen. Oder zum Craften. Ja. Aber wir sehen hier oben schon eine Belastung 119. Jetzt ist die Belastung weg. Das heißt, wir können jetzt hier auch ins nächste Gebäude. Hier wurde ich, wie gesagt, damals mal von so einer großen überdimensionalen Ratte angegriffen. Hier sehen wir noch Trümmerteile und natürlich dreckiges Wasser, das müssen wir mitnehmen. Allerdings ja, auch jetzt schon wieder oben 106, 107% Belastung. Man kommt natürlich nicht sehr weit damit. Ja. Jagen auch hier nicht zum Jagen da. Gehen wir mal weiter, aber ich, wie gesagt, sehe jetzt hier schon, dass wir da nicht groß vorankommen. Ja, überladen. Kennt man eben, wie gesagt, auch aus vielen anderen Spielen. Skyrim und sowas, wenn man da auch überladen war, dann kam man nicht aus dem Knick. Das ist... Kommt auch in den besten Spielen vor. So, aber es ist ja auch realitätsnah. Man kann dann hier alles mitnehmen, was du so findest. Hier von Auto bis Ziegelstein und bis hier der Hulk, der hier alles schleppen kann. So, von naja, 90% ab in das erste Lager, was ich mal eröffnet habe. Da werden wir sicherlich noch mal ein bisschen was suchen können. Es ist auch wirklich viel dieser Ort-Button, wo man suchen kann. Fertigkeiten natürlich auch. Und hier gibt es noch Pilze, wie man sieht. Ist natürlich Giftpilz, Moos. Moos kann man sogar, glaube ich, für irgendwas verwenden. Im Prinzip, ja, warum nicht alles mitnehmen, was man findet? Wer weiß, wofür man das mal braucht, solange es nicht ewig viel wiegt. Wie wir jetzt hier sehen, dass wir doch schon wieder überladen sind. Da eben schnell mal ein Feuerchen machen. Das ist immer eine gute Geschichte, um wieder mal Wasser abzukochen oder irgendwas zu verarbeiten. So, hier sehen wir zum Beispiel, man kann Blutungen stoppen, allerdings Pilz, ja, verursacht aber auch Strahlung und Vergiftung. Das ist natürlich nicht so schön. Aber Wodka, Durst, dafür Ermüdung ganz viel, Strahlung hoch. Ja, hier kann man eben so Sachen zerreißen oder reparieren, wenn wir jetzt hier gerade sehen. Das heißt, die Sachen nutzen sich ja auch ab. Auch das kann damit verhindert werden.
So, was haben wir hier noch? Reines Wasser. Genau. Alkohol kann man verdünnen, fehlt wieder reines Wasser. Es ist. Hier sehen wir auch die Werte von dem. Und hier gucken wir uns mal schnell die Dings an. Den Shop, weil hier sieht man Panzer für 60.000 Taler, ein Helikopter, Militärbekleidung, Waffen. Also es gibt da ordentlich was. So. Hier sogar ein RPG und auf was weiß ich, ja, das ist so, puh. Da kann man was erkunden. Beziehungsweise ist man wahrscheinlich auch vor Banditen oder was auch immer gefeit. Das ist doch eine gute Sache. Hier sieht man die Fähigkeiten allgemein, die man eben hochstufen kann, indem man da Sachen anwendet. Hier haben wir noch ein Lagerfeuer. Werden wir hier aber. Genau, speichern kann man hier nicht. Du musst also entweder Premium-Version haben oder du gehst dahin, um zu speichern. Das ist eine Stadt weiter. Dann machen wir das mal. Es gibt also nur bestimmte Speicherpunkte, die so in dem blauen Kästchen dargestellt sind. Ist nochmal ein kleiner Fußmarsch. Man sieht auch, dass jetzt die Werte gerade auch so der Durst nach oben schnellen. Aber. Deswegen, wir haben auch nicht wirklich was zu trinken da, außer den Wodka. Das ist alles ein bisschen schwierig, müssen wir also erstmal weiterziehen. Auf Straßen geht es ja schneller, aber auch hier ist natürlich ein ewiger Weg, den man zurücklegen muss. Ödland, wer weiß, was ihn da immer so erwartet. Städte, Trümmer. Eigentlich müsste man wirklich zwischendurch immer irgendwelche Stops machen oder eben, wie man eben gelesen hat, sehr viel Zeug mitnehmen. Findet man aber allerdings, also am besten erst die komplette Stadt durchlooten und dann sich auf einen längeren Weg machen. Jetzt sehen wir schon an, es kommt gerade zu 100% Durst. Wir sind im Haus angekommen. Ich hoffe, dass es hier was zu trinken gibt. Aber da liegt ja schon dreckiges Wasser. Im schlimmsten Fall looten wir das mit. Essen was, es hat allerdings nicht zur Durstreduzierung geführt. Auch immer Dosen und sowas mitnehmen, weil gerade das kann zum Kochen und so gut verwendet werden. Holz und Leichen kann man ebenfalls durchsuchen, aber dann nur die angezogen sind. Und hier ist nochmal wichtig, ein Feuerchen zu machen. Immer dreckiges Wasser haben wir getrunken, allerdings kann man jetzt das andere abkochen und hat dann wieder sauberes Wasser, um hier weiterzumachen. Jo, ansonsten sind wir hier auch schon fast am Schluss angekommen. Hoffe, ihr findet das Spiel cool. Wie gesagt, das war jetzt ein Test, weil gefragt wurde, ob ich das mal spielen kann. Ich hatte es mir vor einer ganzen Weile schon mal angeguckt, da hat es mich nicht so geflasht. Jetzt muss ich sagen, es ist wirklich mal was, was man sich angucken kann. Man braucht eben Zeit, man braucht eben wirklich eine kleine Taktik und dann kann das hier ganz gut abgehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, macht den Daumen hoch. Wenn er sagt, doch wieder mehr Last Day on Earth, da geht es definitiv auch weiter. Aber wie gesagt, mit der neuen Methode kriege ich jetzt nicht so viele Videos in der Woche produziert. Daher bitte ich ein bisschen um Verständnis. Aber hier sieht man es nochmal. Wir sind zwar vollkommen überladen, aber man kann eben wirklich auch Leichen durchstöbern, um hier nochmal einen Pfeil zum Beispiel zu finden. Auch gut für die Armbrust. Ja. Begraben geht leider noch nicht, weil uns die Schaufel fehlt. Ansonsten. Was sehen wir hier noch? Zunder kann man herstellen. Also es gibt Millionen Sachen, die man herstellen kann. Wirklich schön drauf achten. Schlafen ist wichtig und wirklich auf die Werte darum achten. Ansonsten kann schnell was passieren. Und dann geht das auch voran. Ja, ansonsten sage ich an dieser Stelle vielen Dank für all die, die mir auch seit längerer Zeit jetzt hier die Treue halten. Ich freue mich immer wieder auf Kommentare, ob es Kritik ist oder nicht. Grundsätzlich bin ich natürlich auch bei konstruktiver Kritik froh über jeden Hinweis, der mir gegeben werden kann. Und ja, ansonsten erstmal macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Euer Kinky.